meine Lieben, herzlich willkommen. Heute geht mit der lieben Sarah. Wir hatten gesagt 15 Teile. Ich habe ihr aber auch gesagt, wenn sie nicht es hat, dann soll sie bloß nichts kaufen. Sie hat schon mal super eingepackt. So ein Cosmetic for Less, das Papier. Könnte fast schon mein Papier sein. Und ja, sie hat mir eingepackt. Oh, cool. Wellness Beauty Meeressalzöl-Peeling, das feiere ich schon mal. Da freue ich mich mega drauf. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Vor allen Dingen von Rossmann noch nicht. Dann, oh, die geht aber gleich weiter. Justa Fix Palette. Ich denke, dass ich sie nicht brauche, obwohl sie sehr, sehr schön ist. Aber heute kommt eine Freundin. Vielleicht mag sie sich da was aussuchen. Ja, die geht weiter. Vielleicht freut sich jemand anderes drüber. Dann, darüber freue ich mich, denn so eine kleine Schokoladenreise in der Dusche macht Spaß. Dann hat sie mir mit eingepackt die Rosé XXL Lidschattenpalette. Ich glaube, die gibt es auch noch von Rival de Lang, Young. Und ja, ich teste sie mal in ein Fullface auf Rival de Young und Rival de Loop. Dann habe ich dir die auch geschickt, genau. Dann ist drin BB More Hell. Ich vermute, dass es nicht so hell ist, obwohl das geht eigentlich noch. Von der Konsistenz her sieht es eigentlich ganz nett aus. Schaut mal. Ja, genau. Dann habe ich diese von Catrice bekommen. Die gebe ich auch gleich weiter. Sie ist schön, aber Nude-Töne, nee. Also ich habe genug Nude-Paletten. Ich würde mir gerne eine teure zu noch nehmen, aber mal gucken, mal gucken. Die Natasha Denona Bieber Palette interessiert mich schon sehr. Dann so einen kleinen Kabuki, den könnte sogar meine Tochter aufheben. Ich finde den ja sehr, sehr schön. Schade, dass man den nicht so hinstellen kann, damit es jeder sieht, sondern nur so. So sieht man nämlich gar nicht, wie schön er eigentlich ist. Dann hat sie mir ein paar Pröbchen eingepackt. Okay. Diese zwei sind dabei. Dann das hier, das schicke ich auch gleich weiter. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Dann ist hier noch ein Eye Primer. Okay. Ich weiß nicht, ob da so riechen soll, meine Liebe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich tue gerne an anderen Produkten riechen. Dann ist ein Cream Eyeshadow dabei. Den gebe ich auch gleich weiter. Der ist von Essence. Dann ist hier eine P2 Pomade drin, ne? Ja, Liebes, das nächste Mal reinigst du den Pinsel, aber. Okay, dann ist hier ein Monolidschatten von Essence dabei. Ja, die gibt es schon ewig nimmer, aber Rosy Happiness ist eigentlich eine schöne Farbe. Wirklich. Also, ja, geht auch weiter. Ich mag keine Monofote. Und das war's schon, aber das ist in Ordnung. Ja, die Kiste ist leer, Unboxing ist durch und hier ist noch was. Ja, also ich behalte eins. Ich sag euch einfach, was ich behalte. Das geht auch weiter. Das reinige ich noch. Vielleicht mag das jemand. Ja, gut. Die hier. Designs. Vielen, vielen Dank. Ich liebe diesen Duft. Ich hoffe, das ist der Frauenduft. Vorher. Ja. Ich liebe ihn. Ich könnte ihn fressen. Dann werde ich das mal probieren. Die geht weiter. Das bleibt auch. Und der Rest vom Fest. Das hier. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, riecht es mir nicht mehr so gut. Ihr könnt ja selber sehen. Ich weiß es nicht. Ich hätte es gerne getestet, aber ich finde, es riecht nicht mehr so und dann möchte ich das nicht an meinem Auge haben. Ich bin zufrieden. Also das sind so die Sachen, die ich behalten werde. Und Designs, dies und jenes. Aber ich wusste schon, worauf ich mich einlasse. Sarah ist noch jung. Und ich wusste, dass das die Hälfte mir nicht gefallen wird, was mir schon beim letzten Mal nicht gefallen hat, weil einfach Altersunterschied einfach ist. Und ich mache es trotzdem gerne und bloß nicht böse sein, wenn ich nur die Hälfte behalte. Aber das ist Trash und von daher ja. Okay, alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.